Es sind verstörende und beängstigende Szenen. Zwei Männer verlassen in Franklin, Tennessee, eine Grundschule und werden von mehr als 100 wütenden Demonstranten bepöbelt, weil sie Masken tragen. Der Anlass? Zuvor hatte hier die Schulkommission für die Einführung einer Maskenpflicht gestimmt, weil die Kinder sich noch nicht impfen lassen können. Für Gegner von Corona-Maßnahmen ist die Maske ähnlich wie die Impfung ein Stein des Anstoßes. Sie bezweifeln, dass sie wirklich schützen oder dass dieser Schutz nötig ist. Dabei ist beides wissenschaftlich erwiesen. Trotzdem ist in den USA um das Tragen von Masken wieder eine Debatte entbrannt, gerade mit Blick auf die Schulen. Und oft ist es eine parteipolitische Frage. Zwar gibt es, wie hier in Kentucky, auch republikanische Staaten, in denen der Gouverneur eine Maskenpflicht an Schulen eingeführt hat, aber Florida und Texas, ebenfalls republikanisch, haben sie ausgesetzt. Our view is, of course, that we believe this is a decision for the parent to make, just given the uncertainty about what it means, particularly for a lot of the young kids to be in that. Einige Schulen setzen sich trotzdem über die Anordnung hinweg und setzen selbst auf die Maskenpflicht. We want to keep our students safe. We don't want any child ever catching COVID, but we know what's happening, and we certainly don't want to lose a student to COVID. So it was really important that our board members stayed strong, even though the threats and the intimidation tactics of our governor and our Department of Education and commissioner, they do believe that lives are really important. They don't want to have anybody contract COVID and pass away. Der demokratische Bundesstaat Kalifornien geht einen ganz anderen Weg als Texas und Florida. Gavin Newsom ist der erste US-Gouverneur, der für Lehrkräfte und andere Angestellte an Schulen eine Pflicht eingeführt hat, sich impfen oder andernfalls regelmäßig testen zu lassen. We think this is the right thing to do, and we think this is a sustainable way to keeping our schools open and to address the number one anxiety that parents like myself have. I have 4 young children, and that is knowing that the schools are doing everything in their power to keep our kids safe. Die Maßnahme geht auch auf das aktuelle Infektionsgeschehen zurück. Die Delta-Variante verbreitet sich in den USA rasend schnell. Längst gibt es wieder deutlich mehr als 100.000 Neuinfektionen pro Tag. Auch weil erst gut die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Aber selbst heute, mehr als 1,5 Jahre nach Beginn der Pandemie, scheinen das viele Menschen auszublenden. Schützende Masken stören dabei nur. Let them out. Let them out. Let them out.